Und damit hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. Ja, die 30 Tage sind um, wir haben ein X-Factor Choice Set bei den Lady Flames. Auf geht's. Ein paar X-Factor Spieler haben wir schon im Einsatz. Eigentlich will ich mein Line-Up nicht zu voll pumpen damit. Aber wenn der Richtige kommt, dann bringen wir den bestimmt unter. Aktuell haben wir Alex Ovechkin, wir haben Sarah Nurse, Hillary Knight und Jonathan Huberdeau. Wobei, da bin ich echt überlegen, ob ich mich von ihm trenne. Victor Hedman haben wir noch. Also, Jan Josi, McKinnon, McDavid, würden wir alles nehmen. Auch ein Cale Makar, das würden wir sicher unterkriegen. Und wenn da mehrere von drin sind, dann lassen wir das Pack einfach wieder zu und warten bis zum Team of the Year. Also, auf geht's. Waren wir da ganz hinten? Letztes Mal bei McDavid, auf meinem Hauptaccount ja Glück gebracht. Wir haben Victor Hedman, den haben wir schon. Gehen wir vor. Marie-Philippe Poulin, okay. Haben wir die 89er Primetime-Karte. Wäre eine Option, gerade weil es ein Lady Flames-Account ist. Und wir haben noch Mitch Marner, fällt komplett raus. Also wenn, dann nehmen wir hier die Frau Poulin. Ja, wir nehmen die Frau Poulin. Ich weiß nicht, ob von den Damen auch Team of the Year-Karten rauskommen. Könnte ja theoretisch sein, aber da sind wir zumindest vorbereitet. Aber ich glaube, da bleibe ich erstmal bei meiner 89er Primetime-Karte, zumal die auch noch tauschbar ist. Also wenn die dann wirklich eine Totskarte, eine Totti-Karte bekommt, kann man die immer noch verkaufen und die andere hochleveln. Damit ist beim Ende vom heutigen Video angelangt. Vielen Dank fürs Einschalten. Immer da denken, sauber bleiben und wir versuchen unser Glück weiter mit McDavid, McKinnon oder Makar. Ciao.